Jaja, was denn los, hey Leute, hier ist der Benny von Die Buddies Zocken zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder ein Top 5. Ihr habt euch ja unter den letzten Videos richtig hart gewünscht, dass wir mal wieder ein Top 5 raushauen und ich habe mir heute gedacht, hau ich mal wieder ein Top 5 raus. Richtig coole Skywars Clips sind heute wieder am Start und erstmal sorry dafür, dass Robben heute nicht am Start ist. Wer uns auf Twitter verfolgt, der weiß Bescheid. Robben ist momentan ein bisschen krank, wünsche ihm auf jeden Fall gute Besserung, guckt auf jeden Fall mal bei Twitter vorbei. Und ja, 5 geile Skywars Clips sind am Start, ich weiß auch, ihr habt euch nicht nur gewünscht, dass wir mal wieder ein Top 5 bringen, sondern dass wir auch mal wieder Skywars zocken. Also wenn ihr den Like-Button richtig vergewaltigt, dann kann ich vielleicht Haubner dazu zwingen und mich auch natürlich, dass wir uns das mal wieder antun, eine Runde Skywars zocken und vielleicht irgendeinen coolen MLG-Move oder so probieren oder wieder eine coole Falle bauen. Ist heute auch alles am Start beim Top 5. Also wenn ihr das sehen wollt, Like da lassen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal den ersten Gip an. Richtig geiler MLG-Move von dem Kollegen. MLG Texture Pack natürlich auch am Start bei ihm. Und was gehört natürlich zu einem MLG-Move dazu? Der MLG TNT Boost und der boostet sich hoch und boxt den Gegner quasi mitten in der Luft, mit der Angel hinunter in den Tod. Stirbt zwar selbst auch, aber trotzdem richtig cooler Move. Und ja, ich würde sagen, das war's beim ersten Clip. Danke fürs Einsenden. Wir kommen direkt zum zweiten. Und davon bin ich ein richtiger Fan. Der gute alte Dr. Minecraft ist wieder am Start und er hat sich natürlich wie immer was Cooles einfallen lassen. Und zwar ist das quasi ein Mix zwischen der Falle und der coolen TNT-Kanone. Guckt euch mal an, was er da oben aufbaut. Er baut das Ganze in zweifacher Variante auf, oder was heißt Variante, in zweifacher Form. Einmal links, einmal rechts und dann stacken sich da unten quasi Gegner nach oben. Er löst dann die Kanone aus und tötet beide. Auf jeden Fall richtig geile Waffe, richtig geile Kanone, richtig geile Falle, wie immer man das Ganze nennen will. Auf jeden Fall schön Double Kill damit gemacht. Kann man sich gönnen. Geiler Clip. Auch danke wieder fürs Einsenden und du weißt Bescheid, Dr. Minecraft hat einfach die besten Ideen. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Typen. Auf jeden Fall kommen wir einfach ganz schnell zum dritten Clip und der hat auch nämlich eine ganz geile Falle gebaut. Er hat hier nämlich, ich glaube, 7 oder 8 Schleimblöcke quasi aneinander platziert und dann schräg daneben einen Pisten. Dann kommt so ein Gegner an, der läuft dann auf diesen Schleimblock weg und er löst dann den Pisten aus. Die Schleimblöcke schieben weg und der Gegner fällt unten in die Tod. Mega simple Falle. Ich glaube, mit der kann man richtig viele Kills machen, weil man sieht das eigentlich nicht, dass auf der anderen Seite da so ein Pisten ist, der dann die Schleimblöcke wegschiebt. Auf jeden Fall cool gemacht, geile Falle. Danke auch fürs Einsenden. Und wir kommen einfach zum vierten Clip. Auch wieder was Cooles. Wieder eine TNT-Kanone. Und er ist damit auch erfolgreich. Tötet einen Gegner. Und er hat dazu geschrieben, ausgefuchste TNT-Kanone. Das stimmt auf jeden Fall. Die Schleimblock-Konstruktion oder Schleimblock-Konstruktion arbeitet da gut zusammen mit diesen Werfern, wo dann richtig schnell und weit das TNT eigentlich gefeuert werden kann. Richtig cool gemacht. Auch wieder geile Aktion. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das wieder bauen, wenn wir wieder Skywars zocken. Und jetzt wird da abgehobenerweise im Hintergrund gehämmert. Anzeige ist auf jeden Fall absolut raus. Soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir zum fünften Clip kommen. Und da haben wir wieder einen richtigen MLG-Move. Er baut ein Flugzeug aus Schleimblöcken, Redstone und Pistons. Richtig cool. Auf jeden Fall geht er dann nach unten, steigt in den MLG-TNT-Boost ein und sprengt sich dann hoch wieder aufs Flugzeug in das Boot rein. Richtig cooler Move. Geiler wäre es einfach noch gewesen, wenn er dabei noch einen Kill gemacht hätte. Aber trotzdem, geile Aktion, geiler Clip. Vielleicht hat ja irgendjemand Lust, genau dasselbe zu versuchen und damit dann noch einen Kill zu machen. Wäre auf jeden Fall top. Und ja, ihr könnt wie immer gerne auch Clips einsenden beim ersten Link in der Beschreibung. Jetzt wird weitergehämmert, Anzeige ist raus. Egal, ich würde sagen, das war's für heute. Wir hoffen natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Like auf jeden Fall da lassen und guckt auf jeden Fall gerne mal bei unserem Sponsor MMOGA vorbei. Dritter Link in der Beschreibung, dort gibt's richtig günstige Spiele zu holen. Und ja, haut rein, hoffentlich bis morgen und ja, ciao.